Ich habe eine 18-jährige Tochter und heute Morgen hatte sie einen schrecklichen Unfall. Das Traumaset, schnell. Tut mir leid, tut mir leid. Als Teenager bin ich fast ertrunken. Sie haben mir einen Körper verlassen. Ich habe das schon mehrmals getan. Und wenn man jemanden so retten könnte, dann wäre es... Es muss sich so anfühlen, als würde ich ertrinken. Mom? Ja. Du bist noch hier. Es ist ewig her. Du bist alles, was ich habe. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Erinnerst du dich an den Unfall? Nicht so ganz. Erinnerst du dich an irgendwas vor dem Unfall? Nicht wirklich. Ich weiß, was du gerade durchmachst. Ich weiß, wie es sich anfühlt, jemanden zu verlieren. Mein kleines Mädchen, sie ist 5. Sie war 5. Sie sagten, dass der Rauch sie vor dem Feuer erreicht hat. Du solltest ihn bitten, zu bleiben. Du bist nicht gut im Alleinsein. Hab dich vermisst, Majors. Woher kennst du meinen Nachnamen? Wenn's nach ihr geht, sind wir alte Kumpel. Du hast dich in etwas eingemischt, das dich nichts anging. Und jetzt erkennst du deine Tochter nicht wieder. Als Billy im Krankenhaus war, hat ihre Seele ihren Körper verlassen und meine ging hinein. Weil ich das nicht verdient habe. Oh, oh mein Gott! Julie, das ist Mary, meine Frau. Die du gerade gefickt hast, ist meine Tochter. Billy ist tot. Das ist Mary. Ich brauche deine Hilfe, um sie zurückzuholen. Oh. Was soll ich bitte schön tun? Meine Frau umbringen? Oh. Oh. Was hast du vor? Sie wird sich zwischen uns stellen. Wir sind wieder zusammen, nur irrt. Du wärst überrascht, zu was ich in der Lage bin. Wag es nicht, mich je wieder allein zu lassen.